Ui, warte mal. Springen wir da einfach mal hier rüber, oder? Na. Kommen wir dann auch da wieder raus? Und zack. Ich hoffe es. Sonst haben wir ein Problem. Kuckuck. Ich weiß aber, wer Benzin hat. Welcher Generator kaputt ist, aber Benzin besitzt. So, dieser braucht Benzin. Also müssten wir theoretisch dahin wieder zurück. Und so kämen wir dann auch zu diesen Tierchen, die wir erlegen müssen. Jetzt hatten wir einen Grund, wieder dahin zurückzugehen. Und der Wolf ist aber schon tot. Da vorne ist das Zelt. Okay. Dann weiß ich. Dann weiß ich wieder. Da vorne ist das Zelt. Dann haben wir einmal den Fluss durchquert und sind dann in die erste Höhle rein. Und da war ja dann diese Kiste. Also bräuchten wir theoretisch bloß hier runter. So, wie sieht's denn aus? Könnte noch eigentlich. Wow! Ja. Clever, clever. Dann gucken wir doch mal. Hier sind auch ein paar Kisten. Yes, das ist Maria. Yes! Immer her damit. Kann ich wahrscheinlich sehr gut gebrauchen hier in dieser Gegend. Obwohl ich noch nicht groß schießen musste. Hier weiß ich, liegt da ein Sanikasten. Oh, schade, da können wir gar nicht hochklettern. Das hätte einen Ausblick gegeben, sag ich dir. Da hätten wir auf jeden Fall was zu gucken gehabt. Wenn es natürlich Tag gewesen wäre, noch besser, aber in der Dunkelheit hättest du sowieso nichts gesehen. Wo führt uns jetzt dieser Weg hier hin? Mal interessant nach unten. Es wird ja immer skurriler hier. Das wird ja immer. Menno. Das Problem ist. Wo komme ich hier hin? Laufe ich wieder in eine Bärenfalle? Holt mich dieses schwarze Monster. Hier können wir rüber. Oh. Shit, da geht's aber weiter. Wir müssten springen. Ja, cool, wa? Ui, es geht wieder runter. Wo kommen wir hier hin? Ich finde das gerade so spannend. Ich höre Frösche quaken. Nur leider weiß ich nicht, wo wir uns gerade befinden. Das Ding ist. Sound ist wieder übelst. Ach so. Und hier bin ich hoch. Stimmt. Hier bin ich hoch. Na, da ist der Leuchtturm. Ich muss die Lage checken. Ich muss das noch einmal prüfen. Um mir ganz, ganz sicher zu sein, dass das auch wirklich so ist. Gut. Okay, das ist so. Also brauchen wir diesen Weg nicht mehr gehen. Da ist sowieso nichts. Waren wir hier oben schon? Waren wir schon ganz oben? Nee, ne? Wir sind nämlich gleich hier runtergesprungen. Siehst du, Gott sei Dank sind wir wieder. Okay, hier braucht man einen Schlüssel. Gut. Den werden wir mit Sicherheit dann irgendwo finden. Mal schauen, wo. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal hier entlang. Da sind wir gerade entlang gegangen. Da brauchen wir nicht nochmal hin. Jetzt gucke ich mal. Okay, ja, wir sind ja hier lang. Genau. Und nochmal abspeichern, weil es so schön war. Ah, ich sehe, warte mal. Jetzt rüste ich mal eben. Oh, meine Hand ist etwas verkrampft. Da ist der Steg, da möchte ich hin. Da finden wir mit Sicherheit diesen Schlüssel. Du bleibst da schön brav stehen, mein Freund. Ja, die Hütte gebracht. Wie es gleich kommt? Komm, fang mich, ist mir egal. Ja. Nur damit ich mich hier einmal in Ruhe umsehen kann. Ich hoffe, ich finde hier einen Sanikasten oder irgendwas. Denn uns fehlt ja ein Schlüssel und wer weiß, vielleicht ist dieser sogar hier irgendwo drinne. Warte mal. Ein Sani, sehr schön. Haha, ihr könnt mich jetzt mal. Dreifach. So, vielleicht einen auf dem Kamin. Komm du auch noch, weil es so schön war. Guck, guck. Hä?
Aber hier scheint es nichts zu geben, ne? Kamin? Vielleicht da irgendwas? Nö, kannst du vergessen. Kommen wir wieder zurück? Jo. Couch, die können wir nicht. Komm ja rauf mit der Scheiße. Es langweilt schon. Also das macht mir jetzt überhaupt gar keine Angst mehr. Außer, dass die Gesundheit etwas leidet. Mist. Gibt's nix. Schade. Hui. Sieht voll getankt aus. Ja, nimm doch mal mit. Ich glaube, wir brauchen irgendwie einen Behälter. Kann das denn sein? Ich meine, wir bräuchten ja theoretisch ein bisschen Benzin. Für diesen einen Generator da hinten. Am Leuchtturm, am Signalturm. Aber er nimmt es nicht mit, ne? Ich habe aber auch nichts. Hatten wir im Wohnwagen etwas? Nee, eigentlich auch nicht. Hm. Na dann. Wo geht es denn hier? Okay. Ich glaube, hier kommen wir auch gar nicht groß weiter. Und hier müssen wir auch gar nicht groß weiter. Ich würde sagen... dass wir jetzt Richtung Steg runtergehen und mal schauen, ob da sich irgendein wildes Tier aufhält. Ui. Ui. Schlag mal in hier, nicht so zart, mein Freund. Da waren hier. Nur speichern. Nur speichern? Mehr nicht? Oder warte mal, warte mal, warte mal. Es scheint hier noch weiter zu gehen. Also diese Brocken, die werden wir wohl in die Luft jagen können. Hm, vielleicht müssen wir ja noch gar nicht hier sein. Ja, weil uns noch so einige Sachen fehlen anscheinend. Müssen wir zu jedem Anhaltspunkt, den wir hier so toll untersucht haben, eh nochmal aufsuchen, weil bei der einen Höhle gab es noch eine schöne Kiste. Ob da jetzt irgendwas Interessantes drin zu finden ist, weiß ich nicht. Es kann sich natürlich bloß ein Sanikasten drin befinden oder ein bisschen Munition. Hier haben wir schon wieder sowas. Hier können wir auf jeden Fall aufschlagen. Wir brauchen also auch Bomben. Sollte man die Waffe wechseln? Weil dort vorne sehe ich wieder etwas leuchten. Die Bäume sehen ja auch ultra geil aus, ne? Ui. Ui. Wem haben wir da? Ein Uhu. Oh, schau dir den an. Ist der süß? Das ist eine Leiche. Was? Oh, guck mal, da kommt Fetti. Warte, wo ist er? Da. Und tschüss! Bist denn du? Oh mein Gott. Du bist eindeutig tot. Und das dritte. Oh, geht zum Wohnwagen zurück. Oh Gott, ich muss nachladen. Der war aber wirklich heavy. Ich dachte, wow, wie viel Schuss verträgt denn der Junge hier? Okay, dreimal musste ich drauf ballern. Dreimal musste ich ihn treffen und jetzt hat er die Eule verjagt. Ja, heile mich bitte. Schnell. So, meine Gute, ich glaube, wahrscheinlich wurde sie von einem Bären getötet, ja. Die Leuchtpistole, warum nimmst du die nicht? Du Vollidiot. Hat die keinen Schlüssel, nichts? Das arme Ding. Guck mal, die hat eine Taschenlampe, eine Leuchtpistole. Oh Mann. Oh Mann. So, natürlich gucke ich mich erstmal hier nach oben, weil uns fehlen immer noch... Was haben wir hier? Okay. Hä? Sieht auch komisch aus. Ich sehe wirklich ziemlich schlecht. Licht haben wir aber an. Sollte ich vielleicht mal hier tauchen gehen?
Vielleicht finden wir hier ja was Tolles. Man weiß ja nie. Ein paar Piranhas, die uns gerade verspeisen wollen. Nö. Nichts dergleichen. Hm. Platsch. So, jetzt sind wir hier auf dieser Seite, aber hier wird es eh nichts geben. Oder? Nein. Dann würde ich sagen, zum Steg. Der Steg ist dort vorne. Da sollten wir vorher nochmal lang, bevor wir hier irgendwie zum Wohnwagen. Weil da erwartet uns dann wahrscheinlich die Bestie. Das Beste vom Spiel. Da ist die Leiche. Okay. Uns fehlt immer noch ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Okay, ist nur ein Baum. Okay. Hier liegen so ein paar Leichen im Wasser. Oder machen die gerade Wellness? Ich weiß nicht. Wir könnten hier rüber, ne? Guck mal, warte mal. Vorsicht. Nicht, dass die Brühe uns hier auch noch tötet. So, einmal auf den Baumruf. Ui. Ui. Und bück dich mal. Was ist denn das Interessantes? Warte mal. Vorher speichere ich ab. Wir haben ja gerade den Bären gekillt. Sollte ich erstmal abspeichern? Okay. Wir haben ja auch nicht unendlich Luft. Ach, das war wahrscheinlich bloß ein Fisch. Ja, die sind natürlich alle tot. Ja, bevor ich tauche, möchte ich hier nochmal in das Bötchen hier gucken. Vielleicht gibt es da einen Schlüssel oder irgendwas. Ah, ein Rucksack. Das sind die UFOs, eindeutig. Sind da die hier? Hat hier voll eingeschlagen. Die Untertasse. Cool. Gibt es da noch mehr Fotos? Sieht nicht so aus. Okay, mehr Fotos möchte man uns nicht zeigen. Hm, sollen wir da jetzt schon runter oder was? Vielleicht soll man hier noch gar nicht sein, weil wir sollten ja eigentlich... ...zum Wohnwagen zurück und nicht hier zu diesem Dingens. Aber es ist so interessant. Ja, mit dem Teil sind wir doch hierher gekommen. Eigentlich, ne? Sind wir mit diesem Teil mit unserer Frau? Dann hatten wir einen Absturz. So, jetzt tauchen wir mal ganz, ganz schnell. Vielleicht entdecken wir ja noch irgendwas Interessantes. Was ein Gerät. Aber es scheint nirgendwo einen Eingang zu geben. Na du? Guck. Gut, dann liegen hier also die ganzen Leichen. Einige haben überlebt, die wurden dann durch uns getötet. Was soll man machen, ne, wenn man angegriffen wird? Und das ist dieses Ding, welches noch fotografiert wurde auf der Schnelle. Das muss man mal hinkriegen, ne? Tja, gut. Ich frage mich mal, wo wir uns gerade befinden. Die Insel ist ja doch ziemlich groß und den Wohnwagen jetzt auf der Schnelle finden ist, glaube ich, unmöglich. Ich weiß absolut nicht. In diese Richtung ist sowieso, glaube ich, falsch. Aber wenn wir schon mal hier sind, da können wir wieder abspeichern. Wir können auch hier rüber. Wir können hier rüber. Oh. Hä? Sind wir hier nicht schon einmal lang? Weil hier eine geschlossene Bärenfalle liegt. Ich glaube, wir sind da sogar reingelatscht. Da vorne ist das Zelt. Wir brauchen trotzdem noch einen Schlüssel.
Gut, wenn wir sowieso nach da gegangen wären, kämen wir eh zum Zelt zurück. Also, und da wir ja sowieso dort schon waren, könnten wir ruhig diesen Weg hier mal nehmen. Das geht weiter höher. Da ist der Leuchtturm. Gut. Vielleicht finden wir ja noch eine Höhle. Ist das die? Ja, cool. Ja, Muni. Wer weiß, für was wir das brauchen. Wir sind voll. Nee, gut. Ich wollte schon sagen, will er nicht mehr nehmen, weil er voll ist. So, naja, dann hätten wir das. Wir bräuchten nur noch den Schlüssel und ein bisschen Benzin. Das ist Zelt. Also sind wir hier schon mal lang. Mensch, wer könnte dann den Schlüssel haben? Irgendeiner muss einen Schlüssel haben. Von wo, bitteschön? Kam das? Heile mich. Ich bin auch schon voll. Was eine Verschwendung. Aber naja, gut. Woher kommst du? Von welcher Ecke? Wo hast du denn gelauert? Da hat schon sonst. Warte! Tauchen die jetzt alle mit einmal wieder auf, oder wie? Also, jetzt scheint es hier wirklich abzugehen. Ich traue mich nicht. Ich bin da bestimmt nicht sicher in dem Dinge. Da vorne können wir wenigstens abspeichern. Und das werde ich jetzt auch gleich tun. Hat das Licht schon vorher da so geflackert? Hat das Licht vorher auch schon so geflackert? War das vorher schon da? Nope. Okay. Oh, stimmt ja, unser Auto stand doch erst hier. Jetzt wurde es umgekippt. Dann kriegt er locker den Wohnwagen aber auch umgeschmissen. Eieieiei. Da fühlt man sich ja hier gleich wie bei Find the Bigfoot. Okay, wir scheinen zu schlafen.